Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Mein Name ist, nein, nicht Stefan, sondern Thomas. Und Stefan hat mir mal wieder den Bildschirm überlassen, weil ich bei einer ganz besonderen Premiere dabei bin. Ich mache heute die Jungfernfahrt im Lightyear Zero. Ein holländisches Startup, gegründet von 5 Studenten, die vor 10 Jahren in Australien ein Solarrennen gewonnen haben und dabei auf den Geschmack gekommen sind. Ein paar Jahre später haben sie gemerkt, da steckt mehr drin als hochgezüchtete Rennwagen. Das kann auch dem serienmäßigen Elektroauto was bringen. Also haben sie die Firma Lightyear gegründet, haben mittlerweile 500 Mitarbeiter und fangen im Herbst mit der Produktion dieses schmucken, sportlichen Viertürers an. Was der kann, was der zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wenn wir uns das Design des Lightyear One angucken, erinnert der ganz stark an den EQXX und ein bisschen an den Porsche Taycan. Denn das Auto ist im Windkanal gezeichnet. Es geht vor allem um Aeroeffizienz. Aber um der Ehrlichkeit Genüge zu tun, hat nicht Lightyear bei Mercedes abgeguckt, sondern es war umgekehrt. Dieses Auto geht auf einen Entwurf von 2019 zurück, ist da schon präsentiert worden. Schon da haben die Holländer gezeigt, wie man ein aerodynamisches Auto macht. Luftwiderstandsbeiwert 0,19, das ist eine Hundertstel besser als der Mercedes EQS, der sich gerade als Weltmeister feiern lässt. Das liegt nicht nur an der gesamteleganten und effizienten Form, sondern an vielen, vielen Details. Ultraschmale Räder, voll verkleidet. Ganz viel Aerodynamikarbeit am Unterboden, weil die Batterie so dünn ist, gibt es da viel Platz, die Luft zu leiten. Und wir haben voll verkleidete Hinterräder, sogar mit geschlossenen Radhäusern. Das kann man machen, wenn man das Tempo beschränkt und nicht ganz so schnell unterwegs ist. Bevor wir auf die Testfahrt starten, gucken wir uns mal den Innenraum des Lightyear One an. Wie gesagt, das ist noch ein Prototyp, deswegen hier oben noch ein Notschalter und es ist noch nicht alles final. Diese Konsolen hier sind später mal aus Rattanholz, sind jetzt aber noch aus dem 3D-Drucker und aus Plastik. Aber ansonsten stimmt das alles schon relativ deutlich. Man sieht an drei Punkten, wie wichtig den Entwicklern die Effizienz war und der geringe Luftwiderstand. Das Auto hat außen Kameras statt Rückspiegel und hier ähnlich wie beim Audi e-tron, die großen Bildschirme, auf denen ich die Sachen abgucken kann. Ansonsten ein sehr nüchternes, neutrales Ambiente, das nicht so ganz zu dem hohen Preis passen will. Aber hier geht es nicht um Luxus und kein Millionärsspielzeug, sondern um den Beweis der technischen Machbarkeit. Und da muss der Komfort halt ein bisschen hinten anstehen. Wobei komfortabel ist das Auto sehr wohl und es ist vor allen Dingen geräumig. Wenn wir bedenken, dass der Wagen flacher ist als ein ganz konventionell angetriebener Porsche Panamera, habe ich trotzdem relativ viel Kopffreiheit. Ich habe extrem viel Beinfreiheit. Ich sitze auch hinten sehr gut und der Kofferraum fast satte 640 Liter. Woran man sich gewöhnen muss, nach hinten sieht man natürlich nichts. Es gibt keine gläserne Heckklappe, sondern auch da sind Solarzellen montiert, deshalb auch ein digitaler Rückspiegel. Ja, 6 Jahre nach der Gründung der Firma, 3 Jahre nach der Präsentation des Designs, sitze ich tatsächlich im Lightyear, der jetzt nicht mehr Lightyear 1, sondern Lightyear 0, also Zero heißt, und fahre immer noch ein Prototyp, deswegen noch nicht alles ganz fertig, immer noch ein Notausknopf auf dem Armaturenbrett. Es rauscht noch ein bisschen, die Passungen stimmen noch nicht und auch das Material ist noch nicht fertig, aber das Auto fährt und es fährt gut. Es fährt mit Solarenergie und der Energie aus der Batterie, denn natürlich reichen die Solarzellen nicht, um die gesamte Strecke eines Tages abzuwickeln. Bei uns in Deutschland hat Lightyear ausgerechnet 40, 50 Kilometer im Durchschnitt pro Tag kann man an der Sonne tanken. In Spanien sind es 70 und wer weiter nach Süden geht, kommt vielleicht auch auf 100 Kilometer. Aber es geht ja hier um ein Reichweitenwunder. Deshalb hat Lightyear eine 60 Kilowattstunden Batterie eingebaut, mit der alleine das Auto bereits auf über 600 Kilometer Reichweite kommt. Denn es geht nicht nur darum, maximal viel Energie aufzunehmen, sondern auch minimal viel Energie zu verbrauchen. Deshalb ist das Auto extrem windschnittig. CW-Wert 0,19. Das Auto ist leicht, wiegt nur knapp 1,6 Tonnen und das Auto ist extrem effizient, hat Radnabenmotoren, wo die anderen Hersteller auf Achsmotoren setzen, einfach um Verluste zu minimieren, hat besondere Inverter, kommt so deutlich weiter. Energieverbrauch 10,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das sind
30% weniger als die sparsamsten elektrischen Kleinwagen. Und wenn man mal an die elektrischen SUVs denkt, die brauchen alle ungefähr 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das Auto ist unglaublich teuer, konkurriert mit Luxusmodellen wie einem Lucid Air oder den Top-Versionen vom Tesla Model S oder klar BMW i7 oder Mercedes EQS AMG. Aber es ist kein Luxusauto. Ja, die Größe mit den 5,10 Metern passt auch, aber sowohl die Leistung als auch die Fahrleistung sind vergleichsweise vernünftig. Die vier Radnabenmotoren kommen auf 130 kW, gute 170 PS. Und auch wenn wir hier über mehr als 1600 Newtonmeter Drehmoment reden, sind es eben trotzdem 10 Sekunden, die das Auto von 0 auf 100 braucht. Und bei 160 ist schon wieder Schluss. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Rennen zu fahren, sondern zu beweisen, die Technologie funktioniert. Und auch das Interior ist weit weg von irgendwelchem Luxus. Es ist vegan, das passt in den Zeitgeist, aber es ist relativ nüchtern. Keine riesigen Bildschirmlandschaften, keine Sitzklimatisierung oder Massagesitze, kein Furz- und Feuerstein, nüchtern, praktisch, funktional. Wie effizient der Lightyear Zero ist, merkt man, wenn man das relativ starke regenerative Bremsen einmal ausschaltet und den Wagen rollen lässt. Ich bin auf einer relativ ebenen Landstraße. Es ist relativ windig, aber nicht auffällig Gegenwind, und nehme einfach den Fuß vom Gas und gucke mal, wie weit ich komme. Wir haben einen extrem geringen Luftwiderstand, wir haben besonders rollwiderstandsoptimierte Reifen. Wir haben nicht mal viel Schwungmasse mit den 1,6 Tonnen, also ganz anders, als wenn jetzt hier irgendwie ein EQS oder gar ein großes SUV rollen würde. Und trotzdem verzögert das Auto kaum. Bei 100 gestartet, jetzt habe ich schon den ersten Kilometer hinter mir und habe immer noch Tempo 87, 86. Jetzt geht es leicht bergauf, aber das Rollen geht immer weiter und immer weiter. Da merkt man einfach, dass das Auto extrem auf Effizienz ausgelegt ist und dass deshalb wenig Energie verloren geht und man entsprechend weit kommt. Natürlich treibt Lightyear einen großen Aufwand, den Kunden zu zeigen, wie sie die Sonne anzapfen. Es gibt eigene Displays, wo man sieht, wie das Charging funktioniert. Und selbst wenn es draußen relativ trübe ist, kommt hier richtig was an. Sekunde für Sekunde für Sekunde werden hier Watt geerntet. Und wenn man ein Stück weiter schaut, sieht man auch, wie viel die Solarzellen Strom liefern. Je stärker die Gelbfarbe eingefärbt ist, desto deutlicher, desto mehr Energie wird geerntet. Der Lightyear Zero ist nur der Anfang der Geschichte. 946 Exemplare als Maximum. Die Zahl ist nicht ohne Grund gewählt. Das sind die ersten drei Stellen der Lichtgeschwindigkeit. Das ist also das Maximum, was sie produzieren. Die Autos gibt es auch erstmal nur für Europa. Aber die Geschichte soll weitergehen. Schon in 3, möglicherweise sogar 2 Jahren will Lightyear ein Massenauto präsentieren. Das kostet dann 30.000 Euro, ist für Stückzahlen im 6-stelligen Bereich ausgelegt und wird wahrscheinlich ein Crossover im Format vom VW ID.4, Skoda Enyaq, Renault Megane, irgendetwas in dieser Größenordnung. Und dieses Auto bleibt dann auch nicht den Europäern vorbehalten, sondern es geht auch in die USA und nach Asien. Ja, das war sie auch schon, die erste Ausfahrt mit dem Lightyear Zero. Ein Auto, das wirklich einen neuen Ansatz auf der Electric Avenue fährt. Ja, im Augenblick ein extrem teures Spielzeug, ein Technologieträger, der einfach zeigen will, dass es geht. Aber langfristig wird dieses Auto das Elektroauto tatsächlich voranbringen. Denn je mehr Strom ich mit den Solarzellen gewinnen kann, desto weniger Batteriezellen muss ich ins Auto bauen, desto weniger Strom muss ich vom Netz holen. Das hat mehrere Vorteile. Ich habe eine kleinere Batterie, das bringt die Kosten runter. Ich muss nicht so oft laden, das nimmt den Druck von der Infrastruktur. Ich brauche zu Hause keine Wallbox und ich brauche in den Städten nicht ganz so schnell ganz so viele Super- oder Hypercharger. Deshalb sind die Lightyear-Jungs auch überzeugt davon, dass sie nicht mehr lange alleine bleiben, sondern dass in naher Zukunft jedes Elektroauto mehr oder minder viele Solarzellen auf dem Dach und auf den Hauben haben wird.